Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving the Aftermath. Ja, auch hier geht es noch ein bisschen weiter, liebe Leute. Und zwar, ja, ist es schon wieder ein bisschen her bei mir tatsächlich. Surviving the Aftermath hatte ich auch sehr, sehr viel letztes Jahr noch gespielt. Auch hier sind wir mittlerweile Mitte Januar in den neuen Folgen angekommen. Ja, schön, hier geht's weiter. Es gab ein großes neues Update, so wie ich es gerade eben noch gesehen habe. Kurz zusammengefasst, die haben das Handelssystem geändert. Also dieses Thema hier mit den Handelszentren, mit dem Außenhandel hat sich irgendwie, ne, Reputation ist hier neu. Baue weitere Handel, um die Angebote anzunehmen. Ja, brauchen wir nicht, haben wir genug. Und hier gibt es Preisgefälligkeiten, das ist irgendwie alles Angebote Gemeinschaft. Also da muss man nochmal gucken, wie sich das jetzt tatsächlich genau darstellt. Ob es auch noch funktioniert, wenn einem bestehenden Spielstand weitergespielt wird, ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. Gerade in einem Early Access Titel, ne, das ist ganz klar. So, hier ist noch relativ viel Baustelle. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da machen. Ist es, wie gesagt, ein bisschen her. Das ist ein Sägewerk. Zweigeschossiges Haus und noch ein zweigeschossiges Haus. Denn wir haben hier die... Oskar ist obdachlos. Ach, armer Oskar. So, gut. Was ist er denn? Rose. Ja, Spezialisten sehen besser aus, sehen jetzt anders aus. Rose soll sich wohl mal ein bisschen heilen. Und es soll Autos geben, Fahrzeuge. Das war ja auch das, was ich mir schon gewünscht hatte eigentlich vor ein paar Folgen mal, vor ein paar Wochen. Wo ich gesagt habe, es wäre cool, wenn man irgendwie Fahrzeuge auf der Map hätte, um da besser voranzukommen. Wir müssen generell an unserem Holz, nämlich das können wir jetzt ja auch ein Sägewerk hin, wir müssen generell mehr... Oh, großes Akkupaket haben wir noch gebaut. Okay, also unser Strombereich, glaube ich, ist sehr, sehr gut. Mehrere Bausteine fehlen, Ressourcen. Ja, das ist ja auch klar. Steine fehlen, ist alles weg. Atommülllager, das ist das Neueste, glaube ich. Die beiden hier sind full und full. Aber wir kommen auch gut voran, muss man sagen. Wenn man hier sieht, hier haben wir jetzt noch den einen. Da ist noch so ein bisschen Atommüll. Dann ist die Ecke aber auch sauber. Hier sind noch mal ein paar große. Also es wird sich schon lohnen. Spezialisten sind einsatzbereit. Da wollen wir gleich mal gucken, ob wir ein Auto finden, so nach dem Motto. Die Packer. Ja, das wird schon. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Material kommt ja ran. Dauert halt mal ein bisschen. Schiffzug. Da war ja nichts mehr zu machen, ne? Naja. Wir gucken erstmal. Spezialisten. Sehe ich jetzt hier eben auf der Karte Autos? Ne, noch nicht so wirklich. Wir hatten ja schon so ein paar freundschaftliche Siedlungen. Wir hatten so ein paar Außenposten. Die sind schon geplündert. Forschung braucht... Obwohl, Forschung soll auch, glaube ich, noch was Neues sein. Wir sehen ja auch schon relativ viel von der Map, aber ich sehe jetzt auch an, wie ist da Elektronik? 49 Teile. Mal gucken. So, du kannst mal hier hinlaufen. Und dann kannst du noch einmal laufen. Und dann kannst du gucken. Also die Symbole sehen neu aus. Die Spezialisten sollen überarbeitet sein. Ja, ja, ich sehe alles. Und da so Punkte, wo wir noch jemand anderes hinlaufen. Ich weiß es nicht. Ach, der hat auch Werkzeug mit, naja. Elektronikteile mit. Sind da noch welche? Passt. Voll erholt. Hier hinten müssen wir noch mal hin, ne? Ein bisschen gucken. Es wäre cool, wenn wir jetzt ein Auto finden würden, irgendwo, irgendwie, keine Ahnung. Ich meine auch, dass wir es eigentlich schon mal gesehen haben, aber wahrscheinlich ist es jetzt wieder weg. So, Thema Forschung und Entwicklung. Nahrung haben wir nach wie vor alles. Produktion ist was Neues. Hier, Biotreibstoffformel. Raffinerie. In der Raffinerie. Strom? Motorisierte Erkundung. Können wir eine Garage machen, okay. Brauchen wir auch zwei. Also wir brauchen doch nochmal wieder Forschungspunkte. Was anderes dann irgendwie. Akkupaket. So. Dann wird auch eine Raffinerie freigeschaltet. Raffinerie benötigt. Öl aus Produktion Sonnenblumenkern. Okay, Sonnenblumenkerne kann man neu anbauen, um damit Öl herzustellen. Das ist cool.
Da haben sich doch ein bisschen was einfallen lassen. Warten, baut an, kann man eigentlich schon ernten. Als nächstes kommen Sonnenblumen. Nicht, das ist Kohl. Soja. Sojaöl müsste doch auch gehen, oder? Da stand da Soja und nicht Sonnenblumen? Ich habe nicht richtig gelesen. Wir brauchen Forschungspunkte. Ein paar. Ausgleich immer noch, ob das los. Sorry. Lebensmittellager ist randvoll, ne? Randvoll. Die Leute müssen mehr essen. Ärzte sind vorhanden. Jo, tut nichts. Reicht auch ein Doktore. Ja, wir hatten auch herausgefunden, wahrscheinlich, ne, dass diese Top-Vermehrung und dann Kommentarhilfe auch liegt irgendwie an unseren Häusern, die wir hier gebaut haben. Weil nur im Haus, weiß ich nicht, vermehren die sich extremst überproportional. So, dann hatten wir da noch, und hier oben war auch noch einer. Da ist noch genug zum Holen, okay. Die Lagerstätte ist leer, weiter noch eine weitere, also gar keine Sorge. Passt schon. Hier oben ist es, ne? Benzin, das ist neu. Benzin, Öl, brennbare Flüssigkeit, die für den Bau und Reparatur von Fahrzeugen verwendet wird. Sehr begehrte Ware in der postapokalyptischen Zeit. Das ist cool. Das gefällt mir echt und ich hatte schon gedacht, na, ich mache jetzt noch ein, zwei Folgen. War es das erstmal mit Surviving Aftermath, aber jetzt können wir vorstellen mit dem neuen Content, den sie da jetzt reinbringen, dass man doch noch mal ein bisschen weiter guckt. Uns fehlt ja auch, glaube ich, noch ein Bibliothek, Casino oder was das da war, ne? Und eine Arena ist da. Kämpfen können sie. Ich wollte auch irgendwann mal testen, was passiert, wenn man so ein Lager abreißt. Ob man dann einfach hier 200 Verseuchung hat. Wäre natürlich auch nicht schlecht, weil dann kann man das wieder wegnehmen und dann hat man nur noch 40 Verseuchung. Versuch macht klug. So würde ich dann aber sagen, ich speichere. Und dann reiße ich mal einen ab und dann gucken wir mal, was passiert. Ganz bestimmt kann es aber nicht werden. Strom speichern wir ohne Ende. Wir könnten dahinter noch ein weiteres Lager bauen, aber aktuell haben wir keine Steine. Deswegen stoppt hier auch alles. Wir haben uns in letzter Zeit immer auf diese Spezialmaterialien konzentriert. Dabei ist uns so ein bisschen aus den Augen geraten oder ne, aus dem Fokus verloren, dass die normalen Ressourcen bei uns auch aktuell nicht so gut aussehen. Brauchen wir einen Zementextraktor, um die Ressourcen zu fördern? Hatte ich doch. Doch. Ja, warte auf Arbeiter. Da brauche ich vielleicht mal ein Haus. Dann muss auch nicht immer Kilometer weit laufen. Ein bisschen zu schissig, das wegzureißen. Das ist hier mittendrin verseucht. Alles ist irgendwie blöd. Nicht schön. Tag 70 im Überlebenskampf. Wasser ist gut, Strom ist gut, Essen ist hervorragend, Holz und Stein ist aktuell so ein bisschen unser Problem. Klamotten ist viel, Werkzeug ist viel. Neue Überlebende am Tor. Was sind das für Erwachsene? 19 und 7 Kinder. Und Borne als tut nichts. Speer. Führung, Erkundung, Angriff, Forschung. Aber 19 neue Leute. Nehmen die mit? Fleisch? Nö. Vorläufig ignorieren. Vielleicht kriegen wir noch die Häuser fertiggestellt bis dahin. Wir haben einfach nicht mehr so viel Wohnraum. Tut uns ja leid, aber unsere Siedlung ist voll. Aber es hat ja auch schon, ne, einen Kommentar gegeben mit irgendwie dann schon, was sagst du, 400 Bevölkerung? Das ist hier aber auch bald in dem Gelände. Ich wollte, dass du weiterläufst und mal ein bisschen mehr erforscht hier. Klamotten. Also Steine und sowas sehen wir jetzt hier nicht in der Nähe. Werkzeug. Werkzeug. Holz. Geplündert alles, okay. Forschung ist hier, guck mal, ja, 744 Punkte ist ja geschenkt. Da haben wir dann gleich die beiden neuen Forschungen, können wir uns dann gönnen.
bin nicht richtig voran hier. Aber okay. Alle sind ein Stückchen gelaufen. 6 Werkzeug und 42 Elektro. Also die wird ein bisschen in der Forschung einmal gucken. Und dann muss die Elektroteile müssen in die Base. Dann haben wir davon 90. Das ist natürlich ein richtig schönes Niveau. Das Plastik. Ja. Das ist nix. Plastik, Plastik. Wir haben 2 von diesen Zementbaggern, ne? So richtig schnell sind sie nicht. Ich finde, die Bagger sollten 2 Arbeiter haben, damit zumindest immer einer da ist. Hier ist nichts mehr zu holen. Keine tollen Ressourcen mehr am Start. Steine. 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 30 Kinder haben wir schon. Wir können diese Gruppe von der Türe nicht annehmen. 7 Kinder, 19 Erwachsene. Mein Essen ist technisch kein Problem. Aber ich krieg nicht so, ich krieg keine Hütten gebaut, ne? Wir kriegen sie nicht untergebracht. Was ist denn hergerissen, ne? Vielleicht bringen die auch ein bisschen Know-how mit. Und einen weiteren Spezialisten, der natürlich auf der Kartenebene uns helfen würde. Jeder Spezialist auf der Kartenebene ist natürlich eine Bewegungsmehrfreiheit pro Runde. Ja, hier sind noch. Achso, die kommen aber daher, ne? Die kann man ja hier benutzen. Ich glaube, wir arbeiten dran. Uns fehlen nur Steine. Vielleicht hilfst du mal mit Steinen zu organisieren. Ja, Strom ist nicht so viel. Umweltstation. Ich habe es jetzt geklickt, ne? Ich will es wissen. Ich kann es mich nicht mehr zurückhalten. Die kann doch jetzt nicht, das, diese eine Tonne kann doch jetzt nicht pauschal 200 Müll sein. 200 Atommüll. Ist ja nicht schön, wenn nachher alles voll ist mit diesen Lagern. Das sieht so schön aus. Als wäre es nix. Jo, machen wir noch einmal. Du want von you, dass du mal hier guckst. Das sind komische Konserven irgendwie, ne? Dinner? Hm. Klamotten. Ja, mittlerweile haben wir wieder genug Holz. Das ist nicht so schön. Aber dringend deine Forschungserfahrungspunkte hier. Danke. Puh. Das hat ihr nicht gut getan. Heftig, sie hat nur
Alter. Und die hat viel, ne? Da ist der Außenposten. Da müssen wir gleich erstmal hin. Und dann muss sie wahrscheinlich echt at home und sich ausruhen. Das ist immer nervig. Schrauben. Haben wir auch genug von. Mehr als genug sogar. Ja, dann sind wir damit schon wieder durch. Schade eigentlich. Aber wir können uns die Forschung gönnen, ne? So, Nahrung war alles gut. Biotreibstoffformel. Motorische Erkundung. Ha. Richtig nice. Und das Ganze bauen wir bei der nächsten Folge, Leute. Denn für heute war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen und einen Kommentar. Und dann, ja. Dann geht's weiter. Ich guck mal schnell in meinen Plan. Wenn ich richtig liege, und darauf kann ich nicht garantieren, morgen, Sonntag. Bis dann und tschüss.